Servus, ich bin Jocke und präsentiere dir heute wieder die Map News. So, und natürlich geht es weiter mit den Karten. Und wir schauen uns jetzt die Norddeutschland an, oder North of Germany, in der Version 1, ähnlichen Version 1, muss man ehrlich gesagt sagen, nämlich die kommt von Skipper05. So, wir haben sogar eine Nummerierung, wie, was, wann, was, was ist. Also Supermarkt, Restaurant, Spedition, Viehhandel, Steinverkauf ist Nummer 5, dann Werkstattshop, BGA, BGA ist Nummer 8, Werkstattshop 6 und 7, RGW Jammen, dann 10 ist Hof 1, das hier, 11 ist Hof 2, 12 ist Hof 3 und 13 Hof 4. Wirklich schön gebaut, beziehungsweise weitergebaut. Weil es gibt ja schon ein paar Versionen von dieser Karte und ich finde die Version wirklich klasse. Und außen rundherum und drum kann man nichts kaufen. Hof 4 ist ein bisschen blöd, weil ich glaube kaum, dass man hier was bauen kann. Ist ein wenig blöd. Aber gut, es kommt sicher noch ein Update. So, keine Produktionen, keine Stelle. Dann haben wir noch Stadtfahrzeuge. Die schauen uns natürlich gleich an. Verkaufsstellen sind auch schön da. So, gut. Stadtfahrzeuge, ein Schundier, ein Wind, ein Deutz. Und das war's. Und natürlich dazugehörige Geräte. So, gut. Ein kleiner, feiner Hof, die Nummer 1. Ja, uns wird schon wieder gespeichert. So, eins haben wir schon gesehen, nämlich KI-Verkehr ist dazugekommen und weitere Details natürlich, weitere Verkaufsstationen, dann die Verkaufsstelle für Fahrzeuge ist beim Händler dazugekommen. So, schauen wir mal Hof 2 an. Kurz am Überflug. Ich schätze, der müsste hier irgendwo sein. Ich glaube, das ist der. So, Auslöser für das Schlafen sind auch da. Da haben wir den Fahrzeughändler. Ja, schön, sehr schön groß. Da haben wir die BGA. Straßenschilder sind auch dazugekommen. Dann und eine Einkaufsstation für Salzdünger und ich glaube auch Kalk. So, da haben wir dann den Hof 13, der ist da vorne und der ist leider nicht oben. Aber gut. Und natürlich wurden sonstige kleine Verbesserungen auch durchgeführt. Ja, oder ist das der Hof? Das kann nämlich auch sein. Schaut auch gut aus, das Ganze. So, aber nichtsdestotrotz kommen noch ein paar Karten für heute und wir schauen uns gleich die nächste an. Und weiter geht es mit der Pappenburger Map in der Version 1.0.0.3. So, die Karte kommt von Jim Kirk und in dieser Version wurde so einiges verändert. Unter anderem wurde unter Feld 23 Bäume, Hecke und Sträucher wurden entfernt. Stabfahrzeuge haben wir keine. Ja, verkauft den Hammer. Und weiters ist das natürlich eine Vierfachkarte. Anschluss an Feld 25 unten wurde ein Anschluss angelegt, auch nicht schlecht. So viel gerade das Feld 25 Hammer, das denn da haben wir es quasi. Da kann man jetzt so hinfahren. Kurz gesagt, so die Geländepassung wurde geändert etwas, weil es auch unschöne Dinge waren dabei.
Dann weiters gibt es jetzt die Möglichkeit, den Feldern 22 bis 28 durch entfernte Hecken, zu fahren. So, dass ich das richtig rausbringe. Und dann natürlich wurden auch ein paar schwebende Bäume wieder korrigiert. Sondern steht noch drinnen, dass man die den City Map Fruits GDM aus dem Safegame löschen sollte, damit das die neue die die das Update dieser Karte funktioniert. So, Vielfachkarte, 96 Felder, 119 Parzellen. Dann gibt es noch über 200.000 Bäume und sollte man etwas finden, was geändert gehört, einfach Jim Kirk mit einem Foto schicken. Er freut sich riesig darüber, beziehungsweise wenn ein Fehler auftaucht. So, weiter geht's mit der Mining Constructions Economy. Die Karte kennen wir ja schon zuhauf. Und dann schauen wir mal, was hier alles da ist. So, schaut aus, als wäre das Ganze eine umgebaute Standardkarte. So. Aber das schauen wir uns gleich noch genauer an. Ja, also hier oben ist es auf jeden Fall einmal was anderes. Und das ist, glaube ich, auch das Interessanteste an dieser Karte. Ich schaue mal schnell durch. Punkto Stahlfahrzeuge, nein, hat sich nichts geändert. Asphaltprozessor, ja, Steine, Asphaltherstellung. Natürlich haben wir das Sägewerk. Limestone, also Kalk, kurz gesagt, Stahl und Gold. Schaut recht interessant aus, das Ganze. Und da gibt es jede Menge zum Wegbringen. So. Natürlich gibt es hier auch was. Ist das ein Bild? Ja, schaut nach Bild aus. So. Und da sehen wir schon den ganzen Steinbruch. So. Gut. Was soll ich noch dazu sagen, außer ja, Steinbruch? Und da haben wir natürlich jede Menge zum Wegschaufeln drinnen. Super, würde ich mal sagen. Sehr interessant und ja, einmal etwas anderes. So, da schaut noch Asphalt aus. Super, passt. Na dann, auf jeden Fall schauen wir uns noch die nächste an, weil viel was anderes hat sich nicht geändert auf dieser Karte. So, weiter geht's mit der Gamers Altmark Map vom lieben Mike. So, die schaut wirklich gut aus, ist aber auch schon in Version 1.1.1 und in dieser Version, was wurde geändert. Aber zuvor kurz noch durchschauen. Verträge gibt es, Stadtfahrzeuge, die springe ich dann sowieso gleich durch, einfach zu zeigen, welche das hier drinnen sind. So. Weiter schaut es auch so aus, als wäre genug Forst da, genug Flächen sind da. Und ja. Die Händlerausfahrt wurde jetzt auch geändert. Dann natürlich auch diverse Gebäude. Wenn schon der Händler, dann schon richtig. Im Shop kaufbare Gebäude wurden hinzugefügt. Also es gibt jetzt mehr Gebäude zum Kaufen. Und schauen wir sich gleich an. So, ja, das hier haben diese 152.000, diese Solaranlage, das ist diese.
schätze ich mal, weil wir haben die Decke. Ja, nicht schlecht. So, der große Kuhstall mit Fütterungsroboter haben wir da. Ich so schön sehe. Dann, diese Produktion gibt es jetzt genauso wie eine Mischfutterproduktion. Die Eros sind auch gefixt worden. Der Schafhof hat eine Ausfahrt dazu bekommen. Skripte wurden eingebaut, um mehr Tierställe zu bauen. Naja, nicht schlecht. Und natürlich, Feedback ist auch gerne gesehen. Und damit würde ich mal sagen, kommen wir zum Resümee der Karte. Natürlich mein Resümee. Ich würde mal sagen, was ich hier so sehe, gefällt mir sehr gut. Die Fehleraufteilung gefällt mir. Es ist nicht komplett flach und es ist Forster. Es sind Produktionen da. Die gefällt mir wirklich sehr gut. So, gut. Dann kommen noch ein paar Karten. Aber bei dieser verabschiede ich mich einmal. So, weiter geht's mit der Alpenland Map V2 von unserem Tunelor. So, Hof 2 ist hier das Lohnunternehmen und Hof 1 ist der Berghof. So, schaut recht interessant aus. Also, ein schönes Panoramabild haben wir ja schon mal. So, großer Kuhstall. Und es ist alles hügelig. Gefällt mir natürlich sehr gut. So, 500 Kilowatt Biogasanlage Trauben. Also, für Produktionen ist gesorgt. Und besitzen tut man momentan. Keine Verträge haben auch. Einen großen Kuhstall gibt es natürlich. Stadtfahrzeuge schauen wir auch noch gleich durch. Ah, Trauben hat man schon. Weizen, Sojabohnen, 99.000. Ja, auch nicht schlecht. So, hier wurde nichts verändert. Und natürlich Waltra. Dann McCormick, Mr. Ferguson. Der Deutz, Doppelliner, Manitou, Mr. Ferguson, der kleine Fan für die Beintrauben. Und ja, also im Großen und Ganzen war es das mit der Alpenland-Map, weil mehr gibt es leider nicht zum Sagen dazu. Also, ja, sie ist wirklich eine schöne Karte und es ist noch viel Platz zum Weiterbauen, wenn das so weitergeht. Uhu. Also, Hut ab und ich muss leider sagen, wir kommen noch zu der letzten Karte für heute. So, und weiter geht es mit der Big Fields XXL. So, es steht leider nicht drin, was geändert wurde, außer dass diese Karte 13 Felder hat. Man hat keine Produktion noch im Besitz, aber man hat jede Menge zu tun, punkto Aufträge. Tiere besitzt man nicht. Dann gehen wir weiter. Keine Stadtfahrzeuge, wenigstens Verkaufsstellen. Und das war es im Großen und Ganzen, außer ja, wenn man denkt, dass das 10 Kilometer sind, hat man bei allen Feldern so ziemlich lange zu tun. So. Und natürlich machen wir jetzt wieder was, das was wir jedes Mal machen, nämlich wir schauen uns eine Umfrage an. Nämlich, ich habe euch das letzte Mal gefragt, welche Karte oder Region spricht dich bei Karten am meisten an? So, also 23% sind für Alpin bzw. Gebirge,
4% Polnisch, 3 Russisch, 9 sind die amerikanischen Karten und 60% für Norddeutschland Karten. Und ich habe leider nicht so viele Antwortmöglichkeiten frei, deswegen habe ich oder kann ich leider nicht wirklich auf viele Regionen eingehen. Aber nichtsdestotrotz, danke an alle fürs Mitmachen und wir sehen uns natürlich wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was, schaut auch meine anderen Videos an. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.